Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs und gehen da einen Seitensprung des Moselsteigs, und zwar den Saar-Riesling-Steig. Die Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Der Anfang war recht gut und jetzt gegen Schluss auch wieder, aber mittendrin, da war es etwas eintönig. Und was uns auch aufgefallen ist, die Wegbeschilderung, die ist auch nicht so tolle. Die hatte schon bessere Zeiten erlebt. Naja, was soll's.
Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Auf einem Seitensprung des Moselsteiges. Wir gehen da den Saar-Riesling-Weg. Diese Tour hat etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Marco, es ist nur der Saar-Riesling-Weg, sondern der Saar-Riesling-Steig. Ein schön steiges da. Dann weg.